Es klingt unfassbar. Wissenschaftler haben die Entität entdeckt, die das Universum erschaffen haben könnte. Und sie war die ganze Zeit vor unserer Nase, ohne dass wir sie erkannt hätten. Die geniale Entdeckung gelang jetzt einigen Wissenschaftlern der Universität Chicago und der Princeton University. Dieser Meilenstein in der Erforschung der wahren Ursprünge des Universums nimmt uns mit zu dem Augenblick, als sich die vollständige Ausgeglichenheit der formlosen Quantenfluktuation entschied, zu all dem zu werden, was wir heute kennen. Endlose Meere von Sternen, Millionen von Galaxien und eine bunte Vielfalt an Planeten. Wer immer dahinter steckt, dass all das geschehen konnte, ist der Schöpfer des Universums. Und wir verraten euch jetzt, was das ist. Robert Wald, Gautam Seddishandran und Daniel Danielson sind drei Forscher an der Universität Chicago und der renommierten Princeton University in den USA. Die drei nahmen sich die Idee vom Urknall unter quantentheoretischen Betrachtungsaspekten vor und kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis, wer unser Universum erschaffen hat. Um die Idee der drei zu verstehen, müssen wir zuerst einen kleinen Ausflug in die Welt der Quantenphysik und zur Theorie des Urknalls unternehmen. Quanten sind Lichtteilchen und quasi die Bausteine unserer Materie. Man kann diese Teilchen zwar in immer noch kleinere Teilchen zerlegen, doch ein Quant ist ein guter Maßstab, um den Aufbau und die wahre Natur der Materie zu verstehen. Quanten haben einige faszinierende Eigenschaften. Sie haben Wellen- und Teilchenform zur selben Zeit. Das bedeutet, dass ein Quant in einem undefinierten Wellenzustand und damit in einer undefinierten Form bleibt, bis es gemessen wird. Diese Messung ist ein spannender Augenblick, denn sie entscheidet darüber, welche Form das Quant annehmen wird. Aufgefallen ist dieses Verhalten durch das berühmte Doppelspaltexperiment, bei dem Forscher einen Photonenstrahl durch einen Schlitz schickten und das auf eine Leinwand projizierte Bild anschauten. Die Teilchen bildeten zunächst ein Wellenmuster ab, doch als dann eine Messung stattfand, erschien eine definierte Linie. Dieses Experiment zeigt und beweist, dass Materie nur in ihre Form kommt, weil oder wenn Beobachter da sind, die sie messen und damit festlegen. Die Messung kann ein technischer Apparat sein, es kann aber auch unser menschliches Bewusstsein sein. Kommen wir jetzt zum Urknall. Aus quantenphysikalischer Sicht existierte vor dem Urknall, der unser Algebra, ein Teppich aus ständig fluktuierenden Quanten. Quanten tauchen innerhalb dieses Vakuums auf, neutralisieren sich dann gegenseitig und verschwinden wieder. Auf Quantenebene gibt es so etwas wie Nichts nicht. Diese Form der Fluktuation erscheint uns nur wie ein Nichts, weil innerhalb keine Materie ausgebildet wird und keine physikalisch messbaren Kräfte entstehen oder messbar sind. Im Grunde ist dieser Quantenteppich so etwas wie ein gigantisches, ungeformtes Potenzial. Vor dem Urknall existierte also dieser Teppich. Dann scherte ein Teilchen aus und neutralisierte sich nicht. Aus diesem Moment entwickelte sich in einer Kettenreaktion der Urknall. Extreme Hitze entstand und binnen weniger Augenblicke bildeten sich die Bausteine der Elemente und aller Dinge, die wir heute sehen. Die magische Frage war bisher, wieso dieses eine Teilchen ausscherte und Materie bildete. Es muss nach quantentheoretischen Modellen ein Beobachter da gewesen sein und dieser Beobachter kann als Schöpfer des Alls angesehen werden. Doch wer oder was wohnte diesem Augenblick bei, wenn es doch eigentlich nur nichts gegeben hat? Der große Beobachter. Was oder wer kommt nun als dieser magische Beobachter in Frage? Eine Kraft, eine Entität oder etwas ganz Neues? Sagen wir es so, es ist eine Mischung aus all diesen Aspekten und die Idee dahinter ist genial. Was, wenn ein schwarzes Loch der Beobachter war, der den Urknall ausgelöst hat? Ihr habt richtig gehört, die Entität, die das gesamte Universum erschaffen haben könnte, könnte ein schwarzes Loch sein. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich völlig zu Recht, wie denn so ein kosmisches Monster als Messung fungieren soll. Das ist im Grunde ganz einfach. Stephen Hawking, der geniale Physiker, postulierte, dass schwarze Löcher aufgrund quantenmechanischer Effekte tatsächlich Strahlung emittieren können. Das galt bis zu ihrer Entdeckung als unmöglich, denn physikalisch gesehen entkommt nichts einem schwarzen Loch, was da einmal reingeraten ist, und schwarze Löcher senden auch nichts aus. Doch Hawkins entdeckte etwas anderes. Nahe dem Ereignishorizont kommt es zu minimalen Quantenfluktuationen. Dort werden ständig Teilchen-Antiteilchenpaare erzeugt, ganz so wie im Zustand vor dem Urknall. Einzelne dieser Teilchen können nachweislich dem Gravitationszug des schwarzen Loches entkommen, während das verschränkte Gegenteilchen hineinfällt. Die entkommenden Teilchen bilden die sogenannte Hawking-Strahlung.
Hawking ging noch einen Schritt weiter und stellte fest, dass die Informationen über die in ein schwarzes Loch gefallenen Teilchen nicht wirklich für immer verloren gehen. Vielmehr werden sie in der schwachen Strahlung nahe dem Ereignishorizont gespeichert. Diese Informationsstrukturen können wir uns wie feinste Härchen vorstellen. Und Stephen Hawking nannte diese Gebilde Soft Hair. Robert Wald, Gautam Sadichandran und Daniel Danielson kamen nun also auf die geniale Idee, dass die Soft Hair als Beobachter für Quantenteilchen außerhalb des Ereignishorizonts fungieren könnten. Sie wiesen nach, dass diese schwache Strahlung theoretisch dazu in der Lage ist, mit anderen Quantenteilchen zu interagieren. Die Interaktion kann ein Akt der Beobachtung oder Messung sein und die Superposition eines Quantenteilchens beeinflussen und zu einem determinierten Zustand kollabieren lassen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wieso ein schwarzes Loch einen Urknall auslösen sollte und wieso es überhaupt bei oder besser vor der Geburt des Weltalls anwesend war. In der Theorie der drei Forscher aus den USA wird ein schwarzes Loch und die einzigartigen Bedingungen an seinem Ereignishorizont zum Auslöser für die Entstehung eines neuen Universums. Das drängt das Bild auf, dass schwarze Löcher oder ein einziges schwarzes Loch in der perfekten Komposition unseres Weltalls sicher nicht zufällig dagewesen ist, um die Geburt eines Weltalls einzuleiten. Sollte das der Wahrheit entsprechen, dann war das schwarze Loch aus einem Grund da. Schauen wir uns zuerst die Idee des zyklischen Universums von Sir Roger Penrose an. Die sagt uns, dass unser Weltall nur eines von vielen ist, die nacheinander in einer Art Ereigniskette entstehen, sich ausdehnen und vergehen. Nach Penroses Idee könnte das Ende eines alten Universums so aussehen, dass ein gigantisches schwarzes Loch oder vielleicht auch mehrere am Ende alle Materie in sich aufgesaugt haben. Folglich sind diese schwarzen Löcher genau das, was vom Weltall übrig bleibt. Dann existiert nur noch die größenlose Quantenfluktuation, die wir auch heute überall im scheinbaren Nichts unseres Weltalls finden. Durch die Informationen, die das schwarze Loch in sich gespeichert hat, birgt es quasi alle Informationen, die es braucht, um ein Potenzial für ein neues Universum zu haben. Hawking zeigte uns, dass die Informationen in Form der Härchen eben doch wieder aus dem dunklen Riesen entkommen und wenn diese Strahlung das Potenzial hat, Quanten in einen determinierten Zustand zu versetzen, ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Das schwarze Loch hat am Ende alles verspeist und dann entsteht quasi aus einem kleinen Rülpser dieses Giganten ein neues Universum. Das ist wahrhaftig ein kurioses Bild, doch wissenschaftlich betrachtet ist das absolut möglich. Man könnte sich schwarze Löcher also wie einen kosmischen Reset-Knopf vorstellen, der, wenn er gedrückt wird, ein neues Spiel oder in diesem Fall ein neues Universum startet. Nun haben wir eine mögliche wissenschaftliche Erklärung für den Auslöser, doch ist das schwarze Loch dann wirklich der Schöpfer im Sinne einer Intelligenz, die alles macht, das wir kennen? Gibt es einen intelligenten Schöpfer? Es ist eigentlich schwer zu glauben, doch in der Wissenschaft spaltet sich das Lager immer noch in zwei Gruppen. Einige glauben, dass unser Weltall nichts als ein Zufall ist, geboren aus Chaos, ohne einen Sinn, ohne eine dahinterstehende Intelligenz oder einen Plan. Doch schauen wir uns einmal an, aus welcher Exaktheit und welch fantastischen Umständen ein Stern geboren wird, der dann Milliarden Jahre leuchtet, oder welche Vielfalt und geometrische Exaktheit Galaxien hervorbringen, so können wir schwer glauben, dass dies nicht von einer Intelligenz erschaffen wurde. Mit dem Begriff des Schöpfers oder Schöpferin tut sich die Wissenschaft immer noch schwer. Wer oder was soll das sein? Religion und Wissenschaft haben sich schon lange getrennt und von der Vorstellung eines Gottes will heute in der Physik auch niemand mehr etwas wissen. Interessanterweise war ausgerechnet Georges Lemaître, der Vater der Urknalltheorie, ein Geistlicher. Der Priester, der gleichzeitig Dozent für Astrophysik war, sah in beiden Disziplinen nicht den Widerspruch, den viele andere Wissenschaftler sehen. Lemaître sah in Gott so etwas wie den großen Mathematiker oder Physiker hinter allem. Er sagte auch, dass wir uns dem Wirken Gottes durch Naturwissenschaft in Formeln nur annähern könnten. Die wahre Pracht und Macht Gottes könnte man aber nicht berechnen. Man muss sie erleben oder in sich spüren. Für viele moderne Strömungen der Spiritualität ist Gott nichts anderes als ein gewaltiges Bewusstsein, das wie wir als Beobachter fungiert. Diese Ideen sind meistens angelehnt an viele östliche Weisheitslehren und Religionen, die bereits vor tausenden Jahren das Multiversum und sogar die Grundzüge der Quantenphysik verbreiteten. In den Ansichten dieser Religionen sind wir und alles, das existiert, ein untrennbarer Teil Gottes.
So kann Gott entweder selbst den Urknall beobachtet haben oder aber er hat in seiner Grundprogrammierung schwarzen Löchern diese Aufgabe zukommen lassen. Unser Universum ist nur ein Sandkörnchen im Multiversum. Es wird noch aufregender, denn schauen wir uns die Ideen des Multiversums an, die mit den Beobachtungen der Quantenphysik übereinstimmen, so ist unser Weltall nur eines von vielen. Es existieren möglicherweise ebenso viele Universen, wie wir inzwischen Galaxien ausfindig gemacht haben, und das sind Milliarden. Wir können momentan etwa 90 Milliarden Lichtjahre überblicken und sehen ein Universum, das uns räumlich bisher kein Ende zeigt. Wir wissen nicht, wie viel da noch ist, aber wahrscheinlich werden immer bessere Technologien unseren Fokus immer weiter öffnen. Wir können nicht ausschließen, dass wir bisher nur einen kleinen Teil des Ganzen sehen. Oberhalb der Einheit eines Universums können weit größere Räume und Gebilde existieren, die wir bisher nicht kennen. Und auch diese könnten eine unendliche Gruppe weiterer Räume oder Dimensionen bilden. Für unsere Gehirne ist die Vorstellung der Unendlichkeit und dieser unendlichen Möglichkeiten eine Herausforderung. Dennoch ist die Vorstellung spannend und zieht viele Weltraumbegeisterte in ihren Bann. Mathematische und physikalische Hinweise, dass genau das unserer Realität entspricht, gibt es zuhauf. Viele unserer ungelösten mathematischen Probleme gehen auf, sobald die Existenz weiterer Dimensionen erlaubt ist, und ein deutscher Physiker namens Burkhard Heim entdeckte Mitte des letzten Jahrhunderts sogar Beweise für eine Gottesdimension, die sich unseren Vorstellungen und unseren wissenschaftlichen Betrachtungsweisen wohl für immer entziehen wird. Apropos, wenn du willst, dass unsere Videos sich nicht deiner Wahrnehmung entziehen, dann klick jetzt gern auf den Daumen und den Abo-Button, denn so verpasst du nichts Neues mehr und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!